Hallo, liebe Seniorinnen und Senioren. Heute begrüßen wir Sie ganz herzlich aus dem Komfortpark. Wir sind hier zusammengekommen mit Frau Schillig, Frau Buscher-Sander und Frau Enders und wollen Ihnen heute mal ein paar Übungen zur Sturzprophylaxe zeigen. Dafür haben wir unser Kissen mitgebracht. Das ist etwas weich und instabil und auf dem können wir wunderbare Übungen machen, die uns im Alltag trainieren, unsere Muskeln zu festigen, vor allen Dingen auch die kleinen Muskeln, die ganz tief liegen, die tiefen Muskulatur. So, wir gehen auf der Stelle. Um uns erstmal locker zu machen und warm zu machen. Wunderbar. Einmal um das Kissen rum. Bisschen in Bewegung kommen, ruhig auch die Arme mitnehmen. Schön, Frau Buscher-Sander. Noch eine Runde. So. Und wenn wir wieder angekommen sind, können wir jetzt erstmal beginnen mit dem rechten Fuß oder mit einem Fuß auf das Kissen mit der Ferse zu kommen und dann nach vorne hin abzurollen. Die hintere Ferse wird angehoben und wieder zurück. Ein bisschen Balance müssen wir hier schon halten. Und Ferse anheben, unterer Rücken ist ganz fest, die Fußspitze nach vorne und wieder zurück und die andere Seite. Die Ferse kommt auf das Kissen und wir rollen den Fuß ab. Ist ein bisschen wackelig, ja? Und das trainiert die Tiefenmuskulatur, die vielen kleinen Muskeln in unserem Fuß. Und spürt ihr das auch im unteren Rücken, dass der fest sein muss und der Bauchnabel eingezogen? Und vor und wieder zurück und noch zweimal. Eins und die zwei und zurück. So, jetzt haben wir uns ein bisschen schon ein Gefühl dafür bekommen. Jetzt trauen wir uns mal mit beiden Füßen auf das Kissen zu steigen. Und hier können wir mal erstmal spüren, so die Unterlage. Und dann kommen wir mal so ein bisschen vor und zurück auf die Zehenspitzen, ganz leicht, und auf die Ferse. Schön immer ausgleichen und sich auch halten. Es ist ein bisschen wackelig, die Angelegenheit. So, hoch und zurück. Hoch. Und zurück. Und dann machen wir mal Stopp. So, und jetzt können wir mal den rechten Fuß auf der Matte lassen und den linken nehmen wir runter und dann schwenken wir mal so zur Seite und heben den linken Fuß vom Boden ab. Und auch den rechten. Nicht so einfach. Aber auch nicht schwer. Wunderbar. Können auch die Arme zur Balance benutzen. Wunderbar. Noch zweimal. Ihr seht aus wie so prima Ballerinas. Und die andere Seite wechseln. Und abwechselnd. Man muss schon Gleichgewicht halten. Merkt ihr das? Ja. So. Wunderbar. Dann könnt ihr euch nochmal draufstellen und hier auch nochmal marschieren. Da kommt das eine Bein hoch und wir stehen auf der instabilen Unterlage mit einem Bein ganz kurz. Ja. Wunderbar. So, und dann kommen wir mal zum Stehen und dann nehmen wir die beiden Arme noch mal über die Seite nach oben und hier dürft ihr euch mal recken und strecken. Der Blick geht nach oben. Wunderbar, und über die Seite wieder nach unten. Wunderbar. So, dann bedanke ich mich ganz herzlich.
und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank.